So, guten Morgen, Knas, RDLP hier und weiter geht's mit Sherlock Holmes. Ja, wir sind den Entführern von Wild gefolgt. Ja, sie haben ihn ja am helllichten Tag mit vorgehaltener Waffe in diese Kutsche gedrängt. Und ja, der Typ kann halt null auf sich alleine aufpassen und wir müssen jetzt rumschleichen wie James Bond. Aber das habe ich ja ganz gut hinbekommen und jetzt gucken wir mal, welche Sträuche dahinter stecken. Auf jeden Fall der Typ mit der Hasenscharte, aber ich glaube, den haben sie eher in der Hand. Ja, der kommt mir jetzt nicht vor wie jemand, der böse auf die Welt gekommen ist, sagen wir es mal so. Oh, ich muss noch mehr schleichen, ist ja super. Oh, nee. Ja, was versucht er da? Was macht er da für Gesten? Leute, lasst mich doch gehen, ich lade euch auch auf ein Bier ein. Ja, das würde ich vielleicht sagen. Da würden sie mich locker laufen lassen, natürlich. So. Wahrscheinlich muss ich wieder so eine komische China-Maske finden, wie im letzten Video. Ich weiß doch nicht, was das soll. Oh, shit. Da bewegt sich gar nichts. Ich bin eine kleine Maus. Ja, brauchst dich hier nicht drum zu kümmern. Alles cool. Da war nichts. Echt so. Geh deiner Arbeit nach, mach dir ein Bier auf, mach Raucherpause. Wieso habe ich kein Maschinengewehr? Dann wäre die Sache hier ganz viel einfacher. Da würde ich alle... Nee, Quatsch. Wir sind Sherlock Holmes. Wir sind ja kein... Wir sind ja nicht der Terminator, ja? Boah, ich glaube, diese Stelle ist noch schwieriger als die letzte. Weil der läuft so komisch, der Typ. Der läuft richtig komisch. Junge, der ist total besoffen. Mein Cousin schlägt sich mit Bobbys und spielt teures Zeug. Und was mache ich? Wache schieben. Ja, dann kündige halt. Oder sorg dafür, dass du gefeuert wirst, indem du mich einfach durchlässt. Ja... Nichts verabscheut dein Boss bestimmt so sehr wie Inkompetenz. Okay. Muss mich echt konzentrieren, aber wie soll ich an diesen beiden Sträuchen vorbeikommen? Die bewegen sich ja gar nicht. Hallo, geht's eigentlich noch? Was soll ich denn machen? Beten und hoffen, dass die weggehen oder was? Ich glaube, ich habe es gepackt. Ich kann einfach die Leiter hoch. Ja, Porsche Premium ist ja supi. Ah, ich dachte schon. Wie soll ich mich daran vorbeischleichen? Können die mich auch von da unten sehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier oben lang. Ja, ich muss wieder balancieren, Leute. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Nee, nee, nee. Ich muss nicht balancieren. Alles cool. Ich muss diese Leiter runter. Meine Güte. Ich fühle mich hier wieder Fensterputzer von irgendwelchen Hochhäusern. Ganze Zeit Leiter rauf und runter. Oh, shit, 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 shit. Bisschen vorsichtiger, Erde. Ja, das ist hier kein Supersprint. Du musst hier ruhig und bedacht vorgehen. So, hier sind irgendwelche Hinweise. Ne, hier sind überhaupt keine Hinweise. Wieso muss ich den T drücken? Na. Oh. Oh, shit, 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 shit. Bitte sag mir nicht, dass der hierher kommt. Das war schon super schwer, hier hinzukommen. Und es gibt einfach keine Speicherplätze. Klar, ich könnte jetzt einfach Space drücken und sagen, ich überspringe den Krempel. Aber das ist einfach peinlich. Ich meine, die Entwickler haben ja das hier extra eingebaut. Dann sollte man das auch machen. Oh, fuck off, Alter. Das ist nicht von schlechten Eltern hier. Vor allem, selbst wenn du den hier überwindest, heißt das ja noch nicht, dass du durch bist. Okay, hier ist wieder so eine China-Maske anscheinend. Das hier sieht aus wie von einer antiken Rüstung einer griechischen Wache. Vermutlich nicht echt. Ja, dann fälschen die halt irgendwelche geschichtlichen Artefakte oder was weiß ich, um die zu verscherbeln auf eBay. Das interessiert mich nicht. Wir müssen jetzt unseren Homie befreien, der ja nicht auf sich aufpassen kann. Ich hasse es, wenn Leute nicht auf sich selber aufpassen können. Scheiße, wie soll ich denn da hinkommen? Ich muss zu dieser Leiter... Okay, da steht ein Hans. Ich hab was gehört. Da sind sie ja. Ja, Porsche. Kann jetzt alles normal machen, wa? Da sind sie ja.
Du wusstest nicht mal, dass ich hier bin. Oh, Gott sei Dank nicht alles machen müssen. Oh, das ist richtig nett vom Spiel. Ausnahmsweise mal. So, ich dachte schon, ich muss jetzt alles neu machen. Ja, sogar von da hinten. Ja, was wir im letzten Video schon gemacht haben. Das wäre es ja gewesen. Fangen Sie mit dem ersten Fall nochmal an. Das hätte ich dem Spiel auch zugetraut. Wie weit geht denn der hier vor? Okay, der geht echt weit vor. Es gibt hier nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Dankeschön. Also Wachmann, das ist auch ein Scheißjob. Ganzen Tag rumwarten, dass was passiert. Aber eigentlich insgeheim hoffst du natürlich, dass nichts passiert. Weiß nicht. Da schrubbe ich noch lieber bei Mackes die Toiletten. Das ist aber jetzt nur meine Meinung. So, dann verstecke ich mich diesmal hier. Diesmal machen wir es. Hier sieht aus wie von einer antiken Rüstung einer griechischen Wache. Ja, ja. Diesmal machen wir es extrem schlau und clever. Wir warten, bis der Hans wieder nach links läuft und dann mache ich ganz schnell. Die werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht hier. So, jetzt lauf mal bitte nach links. Danke. Stach hier keine Löcher in die Decke. Sehen die mich? Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Ein Gongschlag? Los, hoch! Mal hinne! Ah, ich hab's gepackt. Ich bin so ein Profi. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht runter. Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt erreicht habe damit. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, man kann da nicht durch. Agent 221B. Ja, das ist seine Bude, by the way. Ah, ich bin der Supergeheimagent und Oscar... Oscar Wilde? Heißt der Oscar Wilde? Ich weiß gar nicht mehr. Aber was? What the... What the fuck, Wild? Was geht denn bei dir ab? Lassen Sie uns verschwinden. What the hell? Der hat ihn einfach abgestochen. Das war total unnötig. Das war wirklich total unnötig. Warum sticht er ihn denn ab? Oh mein Gott. Okay, also der Wild kam mir schon immer ein bisschen komisch vor. Das war unnötig. Das war wirklich unnötig. Da stimmt was nicht, Leute. Und der ganze Schabernack hat begonnen, nachdem Wild bei mir eingetrudelt ist. Ich weiß nicht. Naja, ich beobachte mal noch ein bisschen, aber das war unnötig. Sticht er ihn einfach ab, ey. Gut, dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Ja, nur eine Kleinigkeit. Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand. Nur die besten für R.D. Holmes. Beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wild hier im Auge behielten. Aber Holmes! Ich hab doch nur einen abgestochen. Da kann man ja wohl drüber hinwegsehen. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Tanz. Wild, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die ich entführt habe. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der... Oh Mann, Wild. Jeremiah nicht mal Hinweise aufschnappen kann er. Der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Was? Einen Augenblick, Leute. Einen Augenblick, das muss ich nochmal nachlesen. Das ging mir zu flott. So, wo ist er denn? Scotland Yard. Naja, egal. Warte. Ich erinnere mich nur daran, wie die Bandanten rochen, die mich entführt haben. Und dieser Jeremiah, ja, wie rochen sie denn? Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Pfeil arbeitet. Na egal, Jeremiah sagte, sie sollen alle warten, bis der Pfeil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Ja, also, dass der Pfeil ein Problem mit mir hat, ist ja wohl klar. Ja, aber dass er mir eine Bombe auf den Hals hält, das passt irgendwie nicht zu seiner Persönlichkeit. Ja, und ich glaube, der wird es eher persönlich regeln. So schätze ich ihn mehr ein, dass er wartet, bis er rausgelassen wird und mich dann auf offener Straße zusammenschlägt.
Boah, habe ich hier viele Hinweise. What the fuck? Orson Wilder ist der, okay. Kneipenbesitzer. Ja toll, muss ich den Fall jetzt schon lösen oder wie sieht das hier aus? Flemings Gefängnisstrafe. Boah. Also ich hab, es gibt hier ja eigentlich nicht viel zu schlussfolgern. In diesem Fall ist ja kein Mordfall. Wir müssen halt einfach nur rausfinden, wer das war. Die Hinweise lassen darauf schließen, dass der Täter auf jeden Fall in Verbindung zu dieser dubiosen Kneipe steht. Ja, der Pfeil... Ah, scheiße, ich hab den verwechselt. Der Pfeil ist ja jemand ganz anderes. Ja, sorry Leute, ich habe mich gerade vertan. Also Jack Cole meine ich, der wird mich auf offener Straße verprügeln. Aber dem Pfeil traue ich tatsächlich so eine Bombensache zu. Das ist schon eher sein Stil. Ja. Warte, das muss ich nochmal eben nachgucken. Ja, ich weiß, dass ich nichts hergeleitet habe. Alles cool. Ich bin noch nicht so weit. So. Da muss ich nochmal nachlesen. Baker Street, Scotland Yard. Hier. Guten Tag, Pfeil. Ach Gott, der Versager. Blablabla, geht mir sonst wo vorbei. Wie er das gesagt hat, war auch irgendwie komisch. Ich war im weißen Schwan. Okay, das zählt wirklich nicht so als Alibi. Was brauche ich, ein Alibi? Ich habe nie gehört. Da hat er gelogen. Dann sagt er, ah, okay. Nur eine kleine Summe, aber es geht ums Prinzip. Das wissen wir auch nicht, ob das stimmt. Woher kennen Sie ihn? Er kommt immer wieder vorbei und bettelt um Arbeit. Er ist nicht ganz dicht, natürlich nicht. Ja, mache ich. Er bringt ab und an Mädchen vorbei, aber er ist dumm. Ein hitzkopfiger Clown. Das stimmt, das ist auch meine Einschätzung. Aber er ist halt eher ein bedachter Clown. Und er sieht auch aus wie ein Clown ohne Schminke. Ihr wisst ja, wen ich meine. Ja, er hat erzählt, was sie seinem Bruder angetan haben. Sagt, er hasst sie. Okay. Ich denke, der Pfeil will mich hops nehmen, weil ich... Er sitzt halt wegen mir quasi 7 Jahre im Knast und ich glaube, also saß 7 Jahre im Knast. Und ich glaube, er hält sich wirklich für einen intelligenten Hans Wurst. Und er kann es einfach nicht akzeptieren, dass ich ihn damals überführt habe. Ja, das macht, ergibt schon Sinn. Aber wir machen jetzt erstmal weiter hier. So, unerwarteter Auftritt, zerstörter Beweis. Ja, stimmt. Also deswegen habe ich auch gerade das mit Orson Wilde angesprochen. Der hat jetzt schon einige Male was richtig schön verkackt, aus Versehen. Also der ist auf keinen Fall, vielleicht wird er ja irgendwie eingeschleust oder so, ich weiß es nicht. Und dann sticht er diesen Jeremiah einfach ab, unnötigerweise. Okay. Na, es kann ja durchaus sein, dass er für den Fall arbeitet. Aber Percy meinte ja, er will den nicht einstellen. Entweder er hat gelogen, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, oder Wild labert Scheiße. Naja, okay. Kneipenbesitzer. Gut, wir fangen mal an. Der Mann mit der Hasenscharte ist am Abend nach dem Bombenanwurf in die Kneipe zu Jack der Hammer Cool gekommen. Ja, also, dass er die Bombe zusammengebaut hat, steht wohl außer Frage. Jetzt müssen wir halt nur herausfinden, in wessen Auftrag. So, Kneipen besucht, falls Verkleidung als Holmes. Das passt nicht, echt nicht? Er ist doch als... Schon gut. Selbstgebaute Bombe. Und Bauteile. Stand hier gerade irgendwo, da. Bombenbauer, die Bombe, die in ihre Wohnung geworfen wurde, wurde von Jeremiah gebaut. Richtig, das hatte ich ja schon geschlussfolgert. Das war aber auch eine logische Schlussfolgerung. So. Orson Wilde ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihnen, sondern mit Wilde sprachen. Orson Wilde ist besessen von der Vorstellung, sie zu sein. Er verkleidet und verhält sich genau wie sie. Ja, ich glaube auch, dass der ein bisschen besessen ist. Er kam mir schon sehr besessen vor, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, wir gucken einfach mal, was das mit sich auf sich hat. Aber was für ein Motiv könnte Wilde haben? Da so einen Bombenanschlag zu inszenieren. Nur für Showzwecke?
Und er war ja auch da drin verwickelt. Ja, er hat ja genauso gut drauf gehen können. Also im Moment verdächtige ich ihn noch nicht so krass. Muss ich mal gucken. Orson Welles hat Jeremiah vorsätzlich getötet, als er sie im Kloster sah. Angst, Orson Welles hat um sein Leben gefürchtet und Jeremiah in Notwehr umgebracht. So sah das mir ehrlich gesagt nicht aus. Der hat ja überhaupt nicht gezögert. Ja, der hat die Chance ergriffen und ihn direkt abgestochen, obwohl er schon die Waffe aus der Hand geschlagen hatte. Ich würde tatsächlich sagen, also irgendwie kommt er mir dubios vor, das meinte ich auch vorhin. Okay, einfach mal weitermachen. Percy Flemings... Ja, das kommt sowieso am Ende so zusammen. Unerwarteter Auftritt. Genau, das habe ich auch nicht verstanden, was er da in der Kneipe wollte. Falle. Orson Welles hat ihm mit dem Lied geholfen, damit sie ins Green Dragon gehen und dort in eine Falle tappen. Orson Welles hat alles getan, um ihm zu helfen. Er hat sich sogar als sie verkleidet und ist im Green Dragon aufgetaucht. Ja, okay. Aber war da eine richtige Falle im Green Dragon? Eigentlich schon. Eigentlich schon, wir sind ja fast draufgegangen. Also es tut mir leid, aber ich verdächtige den jetzt nach dieser Sache echt. Ich hatte das immer nur so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe es immer darauf geschoben, dass er einfach ein Vollidiot ist, so ein trotteliger Typ. Und falls das nicht der Fall ist, dann muss ich auf jeden Fall, war ich zu gutherzig mit dem Mann. Aber ich habe ihn ja auch bei mir wohnen lassen und alles. Ha. Okay, ich gehe jetzt erst, ich spiele erstmal mit. Ja, ich spiele erstmal mit, dass er ein totaler besessener Psychopath ist. Ja, ich weiß nicht, ob das zutrifft, wir werden einfach mal gucken. So, Orson Welles Aussage, Flemings Gefängnisstrafe. Vor allem, und zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt, das stimmt. Fall drohte Jeremiah, seine Schwester ins Bordell zu schicken, ja. Orson Welles und Jeremiah, nein. Nein, das passt nicht, das dürfte ich mir. Ja, das stimmt nämlich auch, das meine ich mit der Trotzeligkeit. Er hat ja mehrere Beweisstücke von mir vernichtet und auch meinen Analysetisch aus Versehen zerstört. Dann ist er aus Versehen in die Kneipe gekommen. Also es gab sehr viele aus Versehen Momente, würde ich mal behaupten. Flemings Gefängnisstrafe, Flemings Drohung, das passt aber alles nicht. Ha. Da muss ich nochmal gucken. Flemings Geldprobleme. Das kann sogar sein, dass er dadurch... Also das wird jetzt... Echt, wird das so explizit gesagt, dass er jetzt totale Geldprobleme hat? Also dass seinem Geschäft geschadet wurde, das wurde gesagt. Aber so krasse Geldprobleme, okay. Ah, stimmt, das meinte ich nämlich, dass er wahrscheinlich gelogen hat, dass es gar nicht nur ums Prinzip geht, sondern dass Jeremiah ihm wirklich Geld schuldet. Das müsste eigentlich passen. Also richtig Geld schuldet. Weil sonst würde... Ja, also wenn er wirklich so ein Prinzipmensch ist, dann könnte auch Jeremiah deswegen... Also es ist ja klar, dass Jeremiah schnell Kohle braucht. Das ist ja... Das hatte ich ja schon vor ein paar Videos geschlussfolgert, deshalb diese Eile. Und das könnte natürlich auch sein, auch wenn Fleming jetzt keine krassen Geldprobleme hätte, wenn es wirklich nur ums Prinzip gehen würde. Aber es steht natürlich auch schon dafür. Okay, na, zerstörter Beweis. Hier passt gar nichts. Kriegt die Krätze. Percy Flemings Drohung. So, jetzt habe ich's. Kontrolle. Möglicherweise hat Percy der Fall Fleming Jeremiah seine schmutzige Arbeit erledigen lassen, weil Jeremiah ihm viel Geld schuldet. Er hat zu Jeremiah dadurch in der Hand. Jeremiah schuldet Percy der Fall viel Geld. Das ist der Grund, warum Fleming ihn einen Drohbrief geschickt hat. Ja, ich glaube eher, das ist der Fall. Ich sag ja, dieser Jeremiah kam mir nicht vor wie jemand, der böse auf die Welt gekommen ist. Und plötzlich zieht er sich zurück und so weiter und verbarrikadiert sich in seinem Zimmer. Das lässt eher darauf schließen, dass er viele Probleme damit hat. Außer zerstörter Beweis. Genau. So, jetzt wird hier stehen, ob das Absicht oder
Ja, genau, das dachte ich mir. Absicht. Oswald hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des absichtlich zerstört. Oswald wollte nur behilflich sein mit dem Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers. Auch den Analysetisch hat er aus Versehen zerstört. Wie gesagt, ich spiele jetzt erstmal hier mit. Ich bin aber beiden Möglichkeiten noch aufgeschlossen. Also wenn, dann ist er wirklich ein sehr guter Schauspieler, wenn er da irgendwas mit zu tun hat. Aber warum? Vielleicht ist er so besessen von mir, dass er denkt, er wäre der bessere Sherlock Holmes und will mich deshalb loswerden. Das ist das einzige Motiv, was mir jetzt einfallen würde. Oder ich habe irgendwas gemacht, was ihn enttäuscht hat, dass ich sein Idol bin und ich habe irgendwas gemacht, was ihn so dermaßen enttäuscht hat, dass er mich loswerden will. Weil ich dadurch irgendwie was in ihm zerstört habe, ich weiß es nicht. So, Orson Welles und Jeremiah. Orson Welles' Aussage passt. Orson Welles' Aussage darüber, dass Jeremiah für. Klingt glaubwürdig. Orson Welles lügt über Percy, der Fall Fleming. Er hat ausgesagt, dass Jeremiah für Fleming arbeitete, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr inkonsistent, ja. Das ist schwierig, das ist schwierig. Also, bei den ganzen anderen Sachen muss ich natürlich eigentlich sagen, eine Lüge. Gleichzeitig habe ich aber auch schon vermutet, dass der tatsächlich für den Fall arbeitet. Ah, schwierig. Ich mache jetzt erstmal hier mit. Ich stelle ihn jetzt mal. Was? Ja, genau, das passt jetzt nämlich wieder nicht. Okay, ich spiele jetzt erstmal mit Wild. Spuren verwischt. Ja, richtig. Orson Welles ist schuldig. Okay, das will ich mir eben durchlesen. Orson Welles ist besessen von der Idee, Sherlock Holmes zu sein. Er stiftete Jeremiah an, Herum zu töten und wollte danach seine Stelle einnehmen. Ich bin echt gut, oder Leute? Also, als der Plan fehlschlug, tötete Wilde seinerseits Jeremiah, um seine Spuren zu verwischen. Ja, aber wieso entführt er ihn? Lässt er sich dann erstmal entführen und was nicht alles? Oh, ich weiß nicht, Alter. Das kommt mir irgendwie so weit hergeholt. Das kommt mir wirklich zu weit hergeholt, Leute. Ich mache erstmal noch weiter. Kneipenbesuch. Das passt nicht, Erdi. Was klickst du da an? Geldprobleme. Kneipenbesuch. Nee. Ah, das passt. Warum? Hab ich hier was übersehen? Flemings Motiv. Percy, der Fall Fleming, hat ein starkes Motiv, sie zu töten. Er will sich für die lange Gefängnisstrafe und die daraus resultierenden finanziellen Probleme an ihn rächen. Richtig, und ich würde sogar noch aufgreifen, dass er mich töten will, weil er hält sich wirklich für einen intelligenten Schabernack-Typ und ich habe ihn überführt. Ich glaube, das kratzt sehr an seinem Ego. So, was haben wir hier noch? Verletzung von Coles Bruder. Genau, der gibt mir die Schuld. Aber ich, wie gesagt, das passt nicht in sein Profil, dass er mich mit einer ausgeklügelten Bombe loswerden will. Das ist jemand mit den ganzen Tattoos und so weiter, der das selbst erledigen würde. Der dabei zusehen möchte, wie ich draufgehe. Check der Hammer. Ja, so eine Bombe ist halt, ja, wie Gift, bloß spektakulärer, nenne ich es mal. Ja, kann man tatsächlich so sagen. Das hat eine gewisse Entfernung von dem Opfer. Jemanden mit bloßen Fäusten tot zu prügeln, das ist, glaube ich, eher sein Stil. So, Jack der Hammer Cole hat ein starkes Motiv, sie zu töten. Da stimme ich zu. Er will sich für die schweren Verletzungen an ihn rächen, die sein Bruder bei einem von ihren organisierten Polizeieinsätzen erlitt. Richtig. Das will er, aber nicht auf diese Weise. Mit einer Bombe. Das glaube ich nicht. Und dann haben wir noch das hier. Kneipenbesuch. Eine Person. Jeremiah ist der Mann, den Sie in der Kneipe gesehen haben, sowie auch derjenige, der die Bombe in Ihrer Wohnung geworfen hat. Ja, das glaube ich auch. So, weitere Planung. Jeremiah, Jack, der Hammer Cole besucht, um den Bombenanschlag auf Sie und den nächsten Schritt des Plans zu besprechen. Nee, 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 nee. Also entweder unterschätze ich seine Intelligenz oder er ist das, was er zu sein scheint. Und ich glaube, er ist das, was er zu sein scheint. Ich glaube, es ging um die gestohlenen Gegenstände. Ja. Okay, und wenn wir jetzt das sagen, dass das alles aus Versehen war, dass das kein Mord war, sondern dass er wirklich Angst hatte. Bombenbauer habe ich. Eine Lüge. Schulden. Und dann müsste er jetzt schuldig sein.
Ja. Der Fall hat es auf Holmes Leben abgesehen. Er wollte nach 7 Jahren im Gefängnis und den daraus folgenden finanziellen Problemen Rache nehmen. Jeremiah war sein Komplize bei dem Mordversuch. Zufall ist auch, dass dieser Bombenanschlag direkt danach passiert ist, als er freigekommen ist. Das ist ja schon ein kleiner Zufall. So, ich muss nochmal alles durchgehen. Ich will mir da ganz sicher sein, dass ich auch das Richtige mache. Lassen Sie meinen Sohn bitte frei. Kann ich doch mal mit dem Hans hier reden? Mr. Holmes, können wir gehen? Ich brauche Ruhe. Ich traue ihm das ehrlich gesagt nicht so krass zu. Aber er hat ihn halt direkt abgestochen. Ah. Hätte er das nicht gemacht, dann hätte ich ihn jetzt nicht verdächtigt. Das war immer nur so ein kleiner Gedanke von mir, dass er ein Volltrottel ist. Ja, es war immer nur so ein kleiner Gedanke trotzdem bei mir, dass er vielleicht irgendwie Dreck am Stecken hat, weil ihr kennt das ja schon aus den bisherigen Sherlock-Videos. Ich verdächtige erstmal jeden. Aber ja, also mit diesem Abstechen, das hat mich ein bisschen verwirrt. So, gut, ich muss hier nochmal was durchlesen. Warum bin ich hier? Tun Sie nur Blödsinn, wie früher. Nee, den verdächtige ich nicht. Alles cool, Scotland Yard. Okay, das ist ja schon lange her. Den versuchten Mord an mir. Pacific Zwei Verdächtige. Bla bla bla. Baker Street. War das nicht ein Zeitungsartikel beim letzten Mal, wo das drin stand? Der Fall geht ins Gefängnis. Sherlock Holmes und Scotland Yard. Bla bla bla. Mehrere Bordelle, richtig. Der Polizeieinsatz hatte fiese. Ach, hier steht sogar. Das habe ich mir gar nicht gemerkt. Und zu 7 Jahren Haft verurteilt. Okay. Irgendwo stand das doch, dass der kürzlich erst wieder raus ist. Irgendwas sagt mir das. Ha. Was ist passiert, Mr. Holmes? Sie kommen vor Verlangen. Dort traf ich eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder, ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn sie sich beeilen, können sie vielleicht noch die Beute ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre ihnen verbunden, wenn sie Mr. Wild hier im Auge behielten. Aber Holmes, Wild, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail, etc. Ich, dieser Jeremiah jammerte darum, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen, na egal, Jeremiah sagte sie, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Oh. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Wer sonst? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Bla bla bla. Wiggins, Wiggins, Orson Wilde. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nicht an ein Gedicht, aber was bedeutet es? Es ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rally Mohawks über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung auf Jungs und alt voran. Okay, er hat mich tatsächlich in die Kneipe geschickt. Oh, ist das schwierig. Orson Wilde. Zu schwach, Holmes. Sehen Sie es jetzt, Sie erkennen, ich wusste es, Sie müssen den Charakter wirklich leben. Sehen Sie, bla bla bla, gehen Sie zurück nach oben. Sehen Sie, Sie können es. Ja, Sie sollten Schauspielunterricht nehmen. Ich überfliege hier gerade alles im Speedreading, Mann. Ich will das wirklich richtig machen. Was im Wald reißen, so eine faszinierende Stadt. Es ist so 5 Uhr, ich denke, ich werde müssen um eine Tasse Tee bitten. Ah, ich glaube tatsächlich, dass der Pfeil das war. Lassen Sie meinen Sohn bitte frei. Aber, ah, das Ding ist halt, er hat ihn einfach erstochen. Und das nachdem ich ihn gefunden habe, dass ich die Falle dann doch, dass die Falle dann doch nicht zugeschnappt hat. Es ist super schwierig, Leute. Also die Entscheidung ist diesmal wirklich schwierig. Hätte er den nicht einfach abgestochen, dann hätte ich ihn nicht verdächtig. Oh, ich muss die Beweise nochmal durchgehen. Leute, ich will mir da wirklich Mühe geben. Irgendwas stimmt hier nicht. Es sind einfach zu viele Zufälle.
Und dann sagt er noch so, der Keil oder was auch immer. Da stellt er sich wieder dämlich. Ja, wie hier schon die ganze Zeit. Ah, Mann, aber... Das andere ergibt auch so schön Sinn. Ja, das ist das Ding hier, weil deswegen ist das Spiel auch so gut. Weil beide, wenn man die Hinweise durchgeht, ja, ergibt beides Sinn. Also ich habe für beide eigentlich eine gute Schlussfolgerung. Für Jack Cole nicht, aber für die anderen beiden. Oder Wild ist wirklich ein Idiot. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er wirklich ein Idiot. Ich will es ja glauben. Warte, warte, ich muss nochmal gucken. Ich muss nochmal was gucken. Ich muss nochmal was gucken. Ja, ich muss mir das nochmal durchlesen, was da insgesamt steht. Orson Welles ist besessen von der Idee, Sherlock Holmes zu sein. Er stiftete Jeremiah an, Holmes zu töten und wollte danach seine Stelle einnehmen. Als der Plan fehlschlug, tötete Welles seinerseits Jeremiah, um seine Spuren zu verwischen. Ja, aber wie konnte er Jeremiah überhaupt anstellen? Das ist auch nochmal die Frage. Vielleicht um seine Schulden zu bezahlen? Er ist ja auch irgendwie so ein famer Schauspieler. Ah. Es waren schon sehr viele Zufälle. Aber mit einer Bombe. Nee, weiß ich nicht. Aber wirklich so krampfhaft meine Stelle einnehmen möchte. Vor allem, wenn ich tot bin, also R.D. Holmes, dann hat er ja auch keine Inspiration mehr. Nee, ich finde das mit Jacks, mit der Pfeil ergibt mehr Sinn. Dann ist das aber wirklich ein Idiot, der Wild. Wir gucken einfach mal, ob ich falsch liege. Kontrolle. Percy, der vorher Leben abgesehen, er wollte nach 7 Jahren im Gefängnis und den daraus folgenden finanziellen Problemen Rache nehmen. Jeremiah war sein Komplize bei dem Mordversuch. Ja, ich finde, insgesamt ergibt das ein klein wenig mehr Sinn. Weil der Bombenanschlag halt direkt nach 7 Jahren kam, nachdem er dann raus war, was ein Zufall. Und dann wird auch noch Dings entführt plötzlich und... Ja. Ich finde, das ergibt mehr Sinn. Und so eine schnitzige Bombe, das ist genau sein Stil von diesem schmierigen Saftsack. Ja, also ich finde, das ergibt schon mehr Sinn. Und dass er die ganze Zeit, also dem kann man auch nichts glauben, das ist einfach ein Lügner. Ein absoluter Soziopath, das erkennt man sofort, und ein Narzisst. Der Pfeil verdient dafür eine lange Haftstrafe. Ja, das ist auch noch so das psychologische Profil, das davon nicht zurückschreckt. Das war Jeremiahs Idee, sie für, damit wollte er Fleming dazu bringen, ihm seine Schuld zu erlassen. Der Fall wurde manipuliert und sollte nicht ins Gefängnis gehen. Nee, keine Gnade. Ja, ich bestätige, ich bin nicht komplett überzeugt. Percy Fleming, Sie werden der Verschwörung zum Mord angeklagt. Was? Sie haben Jeremiah Thorne eiskalt ausgenutzt, um sich die Hände nicht schmutzig machen zu müssen. Sie lügen. Ich sprach mit Jeremiah vor dessen Tod über die Bombe in Ihrem Auftrag und wie Sie ihm eine Entführung auftrugen. Nein, ich weiß nicht, wovon Sie da faseln. Seien Sie still. Es ist völlig klar. Ein Mordanschlag auf Mr. Holmes ist einer der schnellsten Wege an den Galgen. Das können Sie nicht tun. Ich bin unschuldig. Constable, zurück in die Zelle mit ihm. Ja, aber 77% der Spieler. Ja, ja, ich finde, das ergibt auch am meisten Sinn. Warte, wir machen das mal mit Dings. Mit Wild. Wir machen das wie immer. Ich zeige euch alle Möglichkeiten, Leute. Außer mit Jack Cole, das ist völlig absurd. Aber 77%, da bin ich ja schon mal auf der richtigen Seite. Aber es kam jetzt keine besondere Zwischensequenz wie bei den anderen. Das macht mich ein bisschen stutzig. Da. So, irgendwo kann man auch ganz schnell auf die Schlussfolgerung zugreifen. Ja, hier genau.
Na, da würde ich sogar sagen, dass er... Für sein Verbrechen kann er nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Na, der ist ein kaltblütiger Mörder. Ich bin halt ein eiskalter Typ, was das betrifft. Mr. Holmes, ich danke Ihnen sehr dafür, dass ich all diese tollen Eindrücke vom spannenden Kampf gegen das Verbrechen sammeln durfte. Aber ich denke, ich habe nun genug. Was war der Grund für den Tod von Jeremiah Thorne? Bitte? Nutzen Sie Ihren scharfen Verstand. Selbstverteidigung, mein lieber Watson. Es reicht jetzt, Wilde. Ich weiß, dass Sie versucht haben, mich umzubringen und dass Sie Jeremiah Thorne kaltblütig ermordet haben. Holmes, Sie sind mein bester Freund. Was soll das denn? Hören Sie doch auf, der Fall ist gelöst. Sie quartierten sich bei mir nur ein, um mich töten zu können. Übrigens, naja, Feuerten Sie Jeremiah für Ihre Drecksarbeit an. Als sein Versagen deutlich wurde, brachten Sie ihn um keine Spuren zu hinterlassen. Für Sie führen alle Wege zum Galgen, Freund. Sicher nicht, das würde meine Frisur ruinieren. Ja, nee, sorry, Mann. Ich finde das mit Percy Jackson, doch sinnvoller. Da gibt's hier wohl keine besondere Zwischensequenz. Ich check das nicht. Also Jack ist auf jeden Fall nicht der Täter. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wirklich nicht. Der ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wirklich nicht. Soll ich das noch schlussfolgern, Leute, damit ich euch alles gezeigt habe? Boah, das wird hier aber wieder ein langes Video. Kurz Motiv. Ich zeige euch alles. Jack Cole auf jeden Fall. Und der olle Trottel will sich mit einer ausgeklügelten Bombe. Ja, hier, wir machen es einfach mal. Ich will das einfach mal alles durchgehen, aber meine Entscheidung ist, wie gesagt, das mit der Pfeil. Mr. Cole, ich beschuldige Sie des versuchten Mordes an mir. Wie bitte? Damit habe ich nichts zu tun. Ich weiß, aber ich will dich nur schikanieren. Sie wollen Ihren Bruder rächen, den ein Querschläger zum Krüppel gemacht hat. Das fantasieren Sie sich nur zusammen. Jack Cole, Sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft und ich rechne mit einer gerechten Strafe für Sie. Ihr elenden Jagdhunde. Constable, zurück in die Zelle mit ihm. Ja, ich kann verstehen, warum er sauer ist. Er ist nämlich wirklich unschuldig. Okay, ich nehme die richtige Entscheidung. Also, was, habe ich jetzt was falsch gemacht? Oh nein, ich will nicht diese Entscheidung bestätigen. Oh nein, habe ich jetzt die Entscheidung bestätigt? Oh nee, Gott sei Dank nicht. Das wäre total peinlich gewesen. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon geschlussfolgert gehabt. Ja, das ergibt einfach am meisten Sinn. Okay, dann wär's das für dieses Video. Ich bedanke mich, RDLP, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.